Hallo, ihr Lieben, hier ist eure Petra Zülke. Heute exklusiv aus meinem Bett, wo ich nach meinem Unfall so beide Beine von mir streckt, dass eben nichts gerade irgendwie sich unangenehm anfühlt. Und ich hatte jetzt auch gar keine Lust, irgendwie einen Aufbau zu machen mit Licht oder Pipapo, um irgendwie ein ordentliches Video zu machen. Ich bin auch so gut wie gar nicht geschminkt, also ziemlich pur. Ja, aber ich habe auch gedacht, es ist an der Zeit, dass die Masken fallen. Und es war auch eigentlich der Ursprungsgedanke, das Video zu nennen, die Masken fallen. Aber ich lag vorhin auf dem Bett, weil ich bin gerade so in meinem Radius eingeschränkt. Ich kann eigentlich gar nichts tun. Ich kann keine 50 Meter laufen, ohne dass mir, also es ist wie so, sich so wie eine Lähmung in meinem Fuß anfühlt, also wie so ein Klumpfuß. Wer will, ich kann den hier mal kurz in die Kamera hochheben. Weiß nicht, ob man es sieht. Ups. Also ein richtiger Klumpfuß gerade. Und ich kann halt irgendwie gerade keine 50 Meter weit laufen, ohne irgendwie, dass ich halt merke, es geht gerade nicht. Und zum einen hat natürlich dieses Stillstehen, dieses sich unbeweglich sein, sehr viel Emotionen in mir hochgeholt. Und ich war die Woche bei zwei Ärzten und der Unfallarzt hat dann eben auch gesagt, ich kann eigentlich gerade nicht gehen. Also ich hatte auch gesagt, ich wohne ja, ich arbeite ja eigentlich bis eine Viertelstunde weg von hier. Und dann hat er gemeint, sie gehen gerade nirgendwo hin. Also ich kann gerade nicht gehen, egal was ich will. Aber es hat sehr viel Emotionen in mir hochgeholt. Also zum einen natürlich so eine Hilflosigkeit, dann eine Ohnmacht, auch die absolute Überforderung. Ich habe echt auch geweint, weil ich einfach so überfordert war jetzt. Also einerseits war es echt schmerzhaft. Jetzt geht es gerade. Ich nehme keinen Schmerzmittel, aber es geht gerade. Wenn ich den Fuß ruhig stelle, geht's. Und aber es kam so eine komplette Emotionspalette von ja, unguten Gefühlen und auch natürlich Wut, ja. Wie hättest du es denn, hättest du es denn nicht verhindern können? Also man so quasi, man fragt sich ja auch, warum hast du dich jetzt in dem Moment dafür entschieden, so eine Sportübung zu machen? Aber was mir dann wieder Ruhe gegeben hat, meine Chefin, also ich arbeite ja Teilzeit, hat mich dann auch angerufen und hat auch gesagt, Petra, es ist absolut okay, wenn du jetzt gerade ausfällst. Du musst dir auch gar keine Gedanken machen, wenn es länger geht. Also ich bin jetzt eine Woche zu Hause, ich bin nach 2 Wochen krankgeschrieben. Das steht wahrscheinlich auch noch eine OP an, das weiß ich nicht. Das werde ich nächste Woche erfahren. Aber werd du einfach erstmal gesund. Und das Interessante war, die frühere Version der heutigen Petra, die wäre krank zur Arbeit gegangen. Und das bin ich mein ganzes Leben. Ich bin krank zur Arbeit gegangen. Also nicht nur ich, sondern auch meine Mutter, mein Vater. Wir sind alle zur Arbeit gegangen. Und wenn wir auf dem Zahnfleisch dahin gekrochen sind. Das heißt, ich habe mir alle Zähne zusammengebissen und bin krank zur Arbeit gegangen. Und habe mir damit keinen Gefallen getan, weil es hat sich dann als, ja, verschleppt, dieser Infekt und ging aufs Herz. Also hat mir keinen Gefallen getan. Und die Chefin, mit der ich da telefoniert habe, hat also gesagt, ich soll einfach jetzt das mal so akzeptieren, dass ich gesund werde. Und ich glaube, für mich war das in dem Moment so eine Riesenerleichterung, es hat mir so Steinbrocken vom Herz runterkullern, dass mir jemand sagt, Petra, du musst nicht krank zur Arbeit gehen, du darfst dich jetzt erstmal auskurieren. Und auch wenn es jetzt länger dauert als diese 3 Wochen, und sie rechnen auch damit, dass das länger dauert als diese 3 Wochen, dann wäre es okay. Das hat in mein System sehr viel Ruhe reingebracht und so konnte ich mich zum ersten Mal überhaupt dem Status hingeben. Ich funktioniere gerade nicht. Ich kann gerade nichts tun. Und egal, wenn ich was tun will, es geht nicht. Ich kann gerade nichts tun. Ich kann nirgendwo hingehen. Selbst das Duschen mit einem Duschhocker gestaltet sich als problematisch, weil ich in so einer ganz winzigen Altbauwohnung wohne, wo man die Dusche noch einsteckt. Das heißt, ich bräuchte Krücken, um da reinzukommen. Dann habe ich versucht, hinzusitzen auf das Ding. Aber dann rutscht es nach hinten und ich kann ohne Schiene nicht gehen, weil mir das Knie dann wieder rausspringt. Und dann ist es nach hinten gerutscht und dann habe ich auch gedacht, also selbst das gibt mir gerade keinen Halt, das gibt mir keine Stütze. Also muss ich jetzt gerade die ganz klassische, altmodische Ursprungsvariante nehmen und mich sozusagen mit der Hand am Arm waschen, statt zu duschen. Also das ist gerade auch ein Thema mit Hygiene, wo ich mich gerade beschäftigt. Ich kann nicht mal einen Staubsauger durch die Gegend ziehen. Eine Seite hält die Krücke und mit dem anderen müsste ich jetzt Staubsaugern oder einen Putzlumpen nehmen. Also gerade sehr, sehr herausfordernd für mich. Aber du siehst, ich werde auf null zurückgeworfen. Ich werde auf diesen Zustand geworfen, selbst wenn ich wollte.
Ich könnte nicht. Und das ist das, was ich gerade spannend finde. Wir sind ja so drauf getrimmt worden, zu funktionieren, Leistung zu erbringen. Und das ging bisher irgendwie immer. Das kennst du wahrscheinlich genauso. Bisher ging es irgendwie immer. Aber jetzt geht es halt nicht mehr. Jetzt bist du so lahmgelegt, dass gar nichts mehr geht. Und ich glaube, ich bin da auch nicht die Einzige. Meine Chefin hat nämlich auch zu mir gemeint, wo ich ja gesagt habe, dass ich das auch so ein bisschen, ja, kleine Petra, die ja eben ihren Spieltrieb hat, so. Er sagt, es war eine dumme Entscheidung, da diese Sportübung zu machen. Dann hat sie gemeint, ja, aber vielleicht wäre, wenn du das jetzt nicht gemacht hättest, wäre vielleicht was anderes passiert, was den gleichen Effekt ge gehabt hätte. Da habe ich so drüber nachgedacht und gedacht, eigentlich hat sie recht. Wahrscheinlich musste das so sein, dass ich jetzt am Knie diese Verletzung habe und komplett lahmgelegt werde, damit ich diese alten Strukturen nicht mehr bedienen kann. Denn jetzt geht es wirklich darum, dass diese alten Strukturen funktionieren, Leistung erbringen, etwas zu kontrollieren, dieses Gefühl zu bedienen, ich muss doch, ich kann mir ja gar keine Pause gönnen und ich kann das ja gar nicht, wenn ich jetzt mal zu Hause bin und weiß, ich kann nicht mal. Also ich könnte immens viel machen, wenn ich nicht an Krücken gehen würde, aber es geht einfach gerade nicht. Also das jetzt mal auszuhalten, auch wenn ich wollte. Könnte nicht. Das musst du wirklich erstmal mit dir so selbst ausmachen. Das ist jetzt wirklich auch ein Zusammenfall von diesem, ja, männlichen Prinzip des Leistungserbringens. Und natürlich auch zu sehen, ja, ich habe keine Kontrolle, ich weiß nicht, was passiert. Was ich jetzt lerne, ist, dass ich mich dem Prozess hingebe, dass mein Körper gerade nicht kann. Selbst wenn ich und mein Kopf und das antrainierte männliche Prinzip etwas ganz anderes kannten. Und jetzt löst sich die Struktur auf, dass ich es nicht mehr bedienen kann, das Alte. Ich kann diese alten Strukturen aktuell und wahrscheinlich auch zukünftig nicht mehr bedienen. Die alten Strukturen zerfallen. Aber was jetzt interessant ist, was ich lerne, es ist, dass ich mich auf das Tempo meines Körpers einlasse. Go. With the flow. Wenn mein Körper mir sagt, Petra, du kannst dich gerade nur im Schneckentempo bewegen, du kannst mit deinem Knie nicht groß was, das kannst du nicht belasten, dann sage ich mir jetzt, okay, es ist jetzt so. Ich gebe mich dem hin, was gerade ist. Ich gebe mich dem Tempo meines Körpers hin. Mein Körper geht im Schneckentempo gerade voran. Ich gebe mich hin, dass ich unbeweglich bin, dass ich improvisieren muss, um irgendwie überhaupt mein Tagesablauf in irgendeiner Form noch vielleicht ein Stück weit unter Kontrolle zu haben oder zu strukturieren, weil von irgendwas musste er dich ernähren, also essen musste, auf die Toilette musste, was auch immer, das musste ja alles noch, aber es geht halt so gerade nicht so, wie ich das möchte. Aber jetzt geht es darum, einfach, okay, es geht nicht. Ich akzeptiere, es geht nicht. Ich passe mich dem an, was mein Knie jetzt als Botschaft für mich bereit hat. Und ich habe ja auch schon im letzten Video von der Botschaft gesprochen, dass es auch darum geht, dass ja diese Rüstung der Amazone zerfällt. Es ist auch wieder interessant. Wir haben ja uns sehr viele Rüstungen antrainiert, natürlich auch unsere Herzmauer, die Mauer in unserem Körper. Und unser Körper, lieber Zuschauer, der ist sehr, sehr schlau. Unser Körper, der hält uns auch zusammen, wenn in uns alles zusammenbricht, beziehungsweise er hielt uns zusammen, auch wenn in uns alles zusammengebrochen ist. Das ist auch so interessant, weil mein Name ist Petra. Petra ist hebräisch und bedeutet der Fels. Und ich habe mal vor einiger Zeit ein Video gemacht, du bist das Wasser, was sich an mir bricht. Petra, der Fels, der immer alles zusammengehalten hat. Die taffe Petra, die alles gewuppt hat. Die Petra, die wie so ein Fels in der Brandung dastand. Aber dieser Fels wackelt jetzt. Dieser Fels, diese Struktur des Felsens bricht auseinander. Und vielleicht weißt du das ja auch, in Millionen von Jahren zerreibt sich auch der härteste Fels zu Sand. Also ein Fels ist nicht so unbeweglich, wie er scheint. Auch er zerfällt, er ist der Erosion ausgesetzt. Er hat vielleicht auch wenn sich was lockert im Bereich, dass zu viel Wasser eindringt, dann fallen vielleicht die ganzen Felsbrocken ins Wasser oder rutscht der Fels ab. Und erzeugt vielleicht einen Tsunami oder was auch immer. Aber die Struktur des Felsens zerfällt. Also auch hier,
die alten Strukturen zerfallen. Dieser Fels Mithra, der da stand wie ein Fels in der Brandung, der funktioniert hat, der Leistung erbracht hat, der in der Kontrolle war, der alles gewuppt hat, die taffe Petra, die irgendwie selbstbewusst durchs Leben gegangen ist. Auch diese Fassade zerfällt, die Masken fallen, die Struktur des Wesens, was ich vorgegeben habe zu sein, was aber niemals mein wahres Wesen war, auch das zerfällt jetzt. Denn dieser Felsen wird jetzt zu Sand. Felsen ist wie durch so ein Erdbeben mit seinem Knie in seinen Urfesten erschüttert worden. Jetzt bricht er zusammen. Jetzt brechen unsere Rüstungen auf. Jetzt bricht der Fels auf, der wir sind. Das ist auch ganz interessant. Ich hatte am Freitag auch einen Call mit einer Namensvetterin von mir. Also ich habe ja auch gesagt, also wer mich unterstützen möchte, kann es gerne in Form von einer Spende machen oder auch in Form von gegenseitigem Coaching. Und wir werden auch uns gegenseitig coachen. Aber sie hat auch gesagt, sie hat in ihrem Körper eine Struktur, so eine Form von Kontrolle. Und ihr Körper verkrampft sich immer so, dass teilweise sie eine Pfötchen macht. Also so richtig ihr Körper krampft. Da habe ich sie auch mal kurz in ihren Körper geführt und gesagt, spür mal hin, ob dieses Krampfen der Muskeln, ob das nicht vielleicht sogar dazu dient, dass du als Struktur erhalten bleibst, dass du versuchst, etwas zu erfüllen, was du eigentlich gar nicht bist. Also wir haben wieder Felsen, wir haben gesagt, der Felsen bröckelt, die Strukturen bröckeln, die Masken fallen. Also alles, was auf Sand gebaut ist, das fällt jetzt in sich zusammen. Hast du so reingespürt? Und hast du gemerkt, jetzt kommt eine Erleichterung in ihr System. Also im Grunde diese angespannte Muskulatur hat dazu geführt, dass ihr Körper sich überhaupt aufrechterhalten hat. Aber es war eine Funktionsweise, im Grunde eine Disbalance in der Funktion. Es war das, was sie gelernt hat, was wir alle gelernt haben, gerade wir Frauen, dass wir in dieser männlich geprägten Gesellschaft, in diesem Patriarchat funktioniert haben. Also wir haben sogar wirklich unseren Körper, wenn es so ist, benutzt oder unser Körper hat versucht, eben auch mitzuhalten und uns zu helfen, indem er jetzt meinetwegen die Muskeln angespannt. Ich habe es zum Beispiel hier über die Zähne gemacht, dass ich meine Zähne so zusammengeknirscht habe, dass ich eben auch die Struktur hatte und mich aufrecht halten konnte. Aber jetzt zerfällt das alles. Es bricht alles auseinander. Alles Harte und was wir uns übergestülpt haben selbst, wo wir uns auch selbst verurteilt haben, wo wir auch vielleicht unser inneres Kind mit der Peitsche gejagt haben und gesagt haben, du musst doch funktionieren. Auch das bricht jetzt zusammen. Also im Grunde geht es jetzt wirklich um den Zusammenbruch der Strukturen, damit etwas Neues erblühen kann. Also das Alte stirbt gerade in irgendeiner Form, damit jetzt das gelebt wird, was wir wirklich sind, nämlich dieses weiche, zarte. Und bei mir kam jetzt, ich weiß nicht, waren es gestern, die Worte. Ich habe irgendwie so ein Bild gesehen mit meinem Seelenpartner. Mein Seelenpartner und ich, wir haben keinen Kontakt und er hat auch geheiratet jetzt dieses Jahr. Aber irgendwie hat er zu mir gesagt oder hat er erkannt, dass ich sein Zuhause bin. Und hat es mir dann auch zu mir gesagt, also auf Seelenebene. Und ich habe einfach nur gelächelt und fand es einfach schön. Aber die alte Petra wäre noch davongelaufen. Die alte Petra hatte ja Näheprobleme und Probleme, Liebe und na, Verbindung zuzulassen. Aber die Petra, die jetzt da in dieser Vision war, die war, hat sich angeschmiegt, sie war hingebungsvoll, sie war ganz weich und zärtlich. Und das ist das, was wir wirklich sind, das weibliche Wesen, anschmiegsam, hingebungsvoll. Und das will jetzt wieder zu uns zurückkehren. Also im Grunde brechen die alten Strukturen, die pellen sich ab, wie jetzt so die Schale von einem Ei, wie die Rüstung von der Amazone, wie die Ritterrüstung, die jetzt eben lange, ja, vielleicht im Regen stand und angerostet ist und auch Eisen verrottet tatsächlich. Das kennst du ja auch, dass es oxidiert und dann kannst du quasi auch mit dem Finger durchstopfen, dann bricht auch das Eisen. Also auch das zerfällt. Diese ganzen alten Rüstungen, Ritterrüstungen, die Amazonenrüstungen, diese Rüstungen, die wir, oder auch wenn du jetzt vielleicht eine Verhärtung im Körper hast, oder jetzt meine Namensvetterin mit ihrer Muskelanspannung. Das waren alles Dinge, die unsere alten Strukturen noch aufrechterhalten haben. Also unser Körper hat uns unterstützt, diese alten Strukturen aufrechtzuerhalten. Aber jetzt zerfällt es. Und das sieht man ganz deutlich an meinem Knie. Mein Knie gibt mir auch die Botschaft, die alten Strukturen zerfallen. Also es ist auch mit unter anderem die Botschaft meines Knies. Ich habe ja auch schon im Newsletter gesagt, das hat aber auch was damit zu tun, dass die Bande
oder die Bänder zu unseren Vorfahren reißen. Also ich weiß jetzt nicht, ob es ein Bänderriss ist. Gefühlt ist es eine gerissene Sehne. Also energetisch abgefragt, wenn ich energetisch abfragt, sagt er mir, ich habe, das ist eine Sehne gerissen. Aber es ist ja so, dass das, was uns auch mit der Vergangenheit verbunden hat, die linke Seite, die weibliche Seite, das hatte ich ja auch schon im Newsletter thematisiert, das reißt jetzt. Also selbst die Verbindung zu unserer Vergangenheit reißt jetzt. Die Bänder reißen, die Bänder, die uns an die Vergangenheit gekettet haben, die uns vielleicht sogar auch an, mit Karma gekettet haben. All das reißt jetzt. Und Bänder und Sehnen, die haben uns Struktur gegeben. Und wenn es eine Sehne oder ein Band reißt, dann zerfallen auch hier wieder die Strukturen, sodass etwas komplett neu aufgerollt wird und neu zusammengeschweißt wird, neu entsteht, neu sich verbindet. Und der Kitt in meinem Knie war auch eindeutig, es geht auch um das Thema Verbindung. Also zu sehen, das Alte, also die alten Schmerzen aus der Vergangenheit, die alten Wunden meiner Vorfahren. Meine Großmutter war wohl auch eine ganz große Hexe, hat sich übrigens auch gezeigt in dem Call mit meiner Namensvetterin, dass es da auch um die Hexenenergie geht. Wir haben uns bisher genährt und gehalten aus diesem alten Schmerz in uns, auch dem Schmerz unserer Vorfahren, dem Schmerz der Ahnen. Auch der hat uns Struktur gegeben. Aber wenn jetzt die Verbindung zur Vergangenheit reißt, in Form dessen, dass zum Beispiel die Bänder reißen oder die Sehnen reißen, so peng, das Knie steht ja auch für die Wurzeln, also die Wurzeln sind jetzt irgendwie in irgendeiner Form gekappt zwischen den weiblichen Vorfahren und mir, dann stehen wir natürlich auch erstmal da. Wer sind wir denn ohne die Strukturen, die wir von unseren Vorfahren gelernt haben? Auch unser Schmerz hat uns Struktur gegeben. Also sei es jetzt körperlicher Schmerz oder seelischer Schmerz. Und du weißt ja selber, unsere Vorfahren hatten Kriegszeiten erlebt. Also die haben ganz furchtbare Zeiten erlebt. Unsere Vorgängerversion als Hexe hat auch ganz schlimme Zeiten erlebt. Aber auch das möchte jetzt rausgehen. Aber das war das, wo wir auch verzweifelt dran festgehalten haben. Wir haben am Schmerz der Vergangenheit festgehalten, weil er hat uns Struktur gegeben. Denn wer bist du denn, wenn du nicht mehr am Schmerz festhältst? Wer bist du denn, wenn jetzt deine Rüstungen wegbrechen? Wer bist du, wenn das, du nicht mehr diese ganzen alten Dinge erfüllen kannst, die mir dein ganzes und dir dein ganzes Leben lang gesagt hat, dass du sie tun musst? Jetzt kommt der Zeitpunkt, wo du wirklich und wahrhaftig dir selbst begegnest. Jetzt zerfallen die alten Strukturen. Jetzt kommst du zum Kern dessen, wer du bist. Und jetzt geht es darum zu erkennen, ja, ich habe Angst vor der Liebe, ich habe Angst vor Nähe, ich habe Angst davor, verletzt zu werden. Ich fühle mich hilflos, ich fühle mich verletzlich. Ich weiß gerade gar nicht, was ich tun soll. Es gibt aber gerade nichts zu tun, weil mein Körper kann es gerade nicht erfüllen. Jetzt, was passiert jetzt in dir? Jetzt bricht das auf, was du bist. Du kannst dich vielleicht erinnern, wir haben schon öfters mal von dieser Muschelschale gesprochen, von der Perle in der Muschel. Jetzt macht's klack und die Muschelschale öffnet sich. Jetzt kommst du raus, diese Kostbarkeit von Perle. Jetzt beginnst du zu funkeln und zu leuchten. Aber noch, du funkelst und leuchtest schutzlos, denn auch von der Muschel, diese Struktur der Muschel ist aufgebrochen, die Muschel hat sich geöffnet und somit ist dein Schutz entfallen. Alles, was uns bisher geschützt hat, entfällt. Die Strukturen fallen, die Masken fallen. Wir stehen jetzt da, schutzlos, nackt, klar, bei mir im Moment natürlich noch mit Krücke, weil ohne geht es im Moment noch nicht. Aber jetzt stehen wir da, schutzlos, nackt. Und jetzt entfaltet sich das, was wir wirklich sind. Das kommt jetzt zum Vorschein. Ja, wir fühlen uns vielleicht noch blutend im Wind. Wir spüren vielleicht sogar zum ersten Mal in unserem Leben den Wind auf der Haut. Wir spüren zum ersten Mal, selbst wenn ich wollte, ich könnte gerade nicht. Ich finde es übrigens gerade auch ganz interessant. Ich habe dir ja auch schon erzählt, dass ich das Alte auch nicht mehr bedienen möchte mit Online-Business. Und ich habe vorhin von einer Coachin einen Newsletter gelesen, die auch, glaube ich, ein ganz erfolgreiches Coaching-Business hat. Und die hat aber auch sich in ihrem Newsletter sehr, sehr, sehr verletzlich gezeigt. Und sie hat auch gesagt,
Ich habe gar keine Lust mehr, einen Pitch zu machen, um die Leute dahin zu bringen, wo ich sie haben will. Also auch da, bei erfolgreichen Coaches, auch da passiert es. Das Alte kracht zusammen, die Strukturen zerfallen, die Masken fallen. Jetzt geht es darum, immer purer unser wahres Selbst zu werden. Ja, in meinem Fall, jetzt weiß ich genau, jetzt wird das Urweibliche in mir so richtig geboren. Und ich erkenne wirklich auch, ja, ich bin anschmiegsam, auch wenn ich vielleicht Angst habe, dass mir jemand zu nahe kommt. Ja, ich bin zärtlich. Und ja, ich bin hingebungsvoll. Das ist meine Urnatur. Aber ich habe die nie kennengelernt. Und meine Vorfahren, die taffen Frauen in Kriegszeiten, die alles wuppen mussten. Und ich glaube, dass wir sehr oft auch das Leben unserer Vorfahren gelebt haben. Die konnten es nicht leben, weil die eben unter ganz anderen Voraussetzungen ihr Leben meistern mussten. Aber allein schon die Wortwahl, wir mussten unser Leben meistern. Leben geschieht. Leben will auch einfach nur. Ich tut gerade wieder weh, ich muss es gerade mal in eine andere Position schieben. Wir müssen einfach. Das Leben geschieht. Wir müssen gar nicht mehr irgendwas meistern oder wuppen oder tough sein. Wir dürfen jetzt unsere Weichheit zugeben. Das Hingebungsvolle. Anschmiegsame, zärtliche. Ich hätte von mir nie gesagt, dass ich hingebungsvoll, anschmiegsam und zärtlich bin und sanft bin und weich bin. Hätte ich früher niemals über meine Lippen gebracht. Aber die Muschel Petra, auch die öffnet sich jetzt. Jetzt kommt diese Kostbarkeit der Perle zum Vorschein. Die Perle, nach 6000 Jahren kommt sie zum Vorschein. Unser schillerndes Sein. Die Kostbarkeit, die du bist, geprägt durch das, was du erlebt hast, geprägt durch deinen Schmerz, geprägt durch den Schmerz der Vorfahren, geprägt durch das, was du in früheren Inkarnationen erlebt hast. Der Heiler braucht die Wunde zum Heilen. Also eigentlich es geht es um was ganz, ganz Schönes, obwohl die Erkenntnisse für mich jetzt zumindest mal sehr schmerzhaft waren und auch wirklich mit einer, ja, mit Wellen von Emotionen getränkt waren. Ohnmacht, Hilflosigkeit und Wut. Aber jetzt diese Hingabe. Auch ich spreche auch mit meinem Knie. Ich sehe aber auch das kleine Mädchen, das auch im Alter von 7 Jahren auch mal einen Autounfall hatte. Da ist jemand bei meinen Eltern ins Auto reingefahren, das Auto ist in zwei Teile zerbrochen. Also auch da, die Wurzeln waren lange, lange, lange verletzt. Aber es ist wirklich so, als ob wir diese alten Wurzeln, die nähern uns ja nicht mehr. Und wir müssten die, in irgendeiner Form geht es auch darum, diese Bänder zur Vergangenheit wirklich zu kappen, als ob wir neu anfangen. Es ist aber auch so, dass die alten Emotionen sich noch entladen müssen, dass wir neu anfangen können. Da haben wir ja auch schon im alten Seelenkongress ausführlich davon gesprochen, dass wir diese alten Energien entladen müssen, sodass wir das Alte nicht mehr anziehen. Wir müssen quasi uns so reinmachen von den Energien, dass das Neue auch in dieser Reinheit und Unschuld geschehen kann. Und wenn ich jetzt sage, die neuen Energien von Petra sind jetzt das Hingebungsvolle, das Anschmiegsame, das Zärtliche, was ich vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr oder vor Wochen niemals über die Lippen gebracht hätte, dass ich das in mir habe, dass ich so urweiblich bin, dass ich auch anschmiegsam und zärtlich bin. Hey, das ist Magie, was da gerade passiert. Auch wenn jetzt wirklich der Weg in diese Erkenntnisse für mich ziemlich knallhart war und auch die Landung ziemlich hart war, weil ich ja auch gleich mit dem Knie dreimal aufstehen wollte und dreimal nicht hochgekommen bin und dreimal wieder gefallen bin, weil einfach das Knie immer wieder weggebrochen ist. Und aber wenn das jetzt die Erkenntnisse sind, die ich aus meinem Unfall gewinne, und da möchte ich übrigens auch nochmal was mit dir teilen. Weil gerade mit meiner Namensvetterin, wir haben ja dann auch über das Knie gesprochen und sie hat mir dann auch erzählt, und das war mir echt nicht bewusst, dass unser Knie ja auch in so einer Art Schale liegt. Dass der Oberschenkel in der Knieschale liegt. Und dann habe ich dann auch zu ihr gesagt, das klingt ja so wie dieser geöffnete Lotus. Also auch dieses Knie will mich jetzt darauf hinweisen, dieser geöffnete Lotus zu sein, der geöffnete Lotus, der jetzt empfangsbereit ist für all das, was das Leben für jetzt für ihn oder für sie bereit hat. Also es geht um die Hingabe, es geht jetzt wirklich um das, es gibt nichts zu tun, es geht darum, vollkommen aus diesen alten Strukturen auszusteigen. Und ich glaube halt auch, da gibt es diesen schönen Spruch, und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Das passiert jetzt im Außen, dass wenn wir uns nicht auf diesen Prozess einlassen, aus unseren männlichen Strukturen auszubrechen, dass
die uns ja auch zusammengehalten haben. Also so wie auch meine Zähneknochen hat mich auch zusammengehalten. Bei der Namensvetterin hat diese Muskelspannung sich zusammengehalten. Der ganze Körper hat darauf reagiert, dass er dir hilft, dass du zusammengehalten wirst. Aber jetzt wirst du nicht mehr zusammengehalten. Alles kollidiert, alles crasht. Jetzt zerrinnt das, was du gedacht hast zu sein, zerfällt zu sein. Die alten Strukturen, selbst der Fels, der in Tausenden von Jahren oder Millionen von Jahren zu Sand zerfällt. Alles zerfällt jetzt. Alles, was auf Sand gebaut ist, zerfällt. Damit du jetzt neu geboren wirst, als das, was du bist, diese kostbare Perle. Was ich halt auch noch erkenne, wir dürfen auch mit unserem Schmerz immer noch weitergehen. Also der Schmerz wird auch uns noch in der neuen Zeit begleiten. Aber wir lernen jetzt auch, unseren Schmerz zu lieben und ihn in die Arme zu nehmen. Wir rennen nicht mehr vor unserem Schmerz weg. Denn unser Schmerz ist für uns natürlich auch das Geschenk, das uns zu dem Menschen geschliffen hat, das, wenn wir heute, der wir sein müssen. Damit wir heute auch die Medizin für die Welt sein müssen. Wer wärst du ohne deinen Schmerz? Wenn du als geheiltes Wesen in dieser Welt wärst, was könntest du dieser Welt denn geben? Da darfst du, lade ich dich auch mal ein, darüber nachzudenken. Ja, und damit möchte ich es heute auch schon belassen. Und ich werde heute auch keinen Aufruf machen, dass ich dich begleite, weil ich mich auch gerade gar nicht dafür bereit fühle. Weil im Moment ist bei mir so die Devise, es gibt gerade nichts zu tun. Ich fokussiere mich auf mein Knie, auf meinen Heilungsprozess. Ich kann gerade nichts tun und es ist okay. Ich liege hier auf dem Bett und es ist okay. Es gibt gerade nichts zu tun. Es ist auch gerade so spannend, weil ich auch zu Geld einen völlig neuen Blickwinkel gewinne. So diese Härte, wie man uns dazu gezwungen hat, Geld zu verdienen. Aber wie du vielleicht schon weißt, habe ich in den letzten 5 Jahren relativ wenig Geld verdient. Ich hatte meinen Job verloren, dann habe ich mich in die Selbstständigkeit begeben, aber konnte davon nicht leben. Ich habe also noch nebenher gejobbt. Und das Spannende war, trotzdem bin ich über die Runden gekommen und trotzdem war ich glücklicher als zuvor. Ist das nicht interessant? Ich habe gelernt, mit ganz wenig Geld jetzt auszukommen. Ich musste jetzt auch dank meiner Verletzung meinen Urlaub absagen. Ich wäre ja nach Griechenland gegangen und da auch in den aktiven Vulkan von Nisiros. Aber da ich eben weiß, dass das wahrscheinlich bis 1. Oktober noch nicht verheilt ist, mein Knie, musste ich es absagen. Es wäre mein erster Urlaub gewesen nach 5 Jahren. Aber es ist auch interessant. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das jetzt vermisse, dass ich nicht in den Urlaub gehen kann. Warum? Weil ich immer mehr mich selbst erfülle, dass ich fein mit mir bin. Dass ich auch fein mit mir bin, dass ich vieles im Außen gar nicht mehr brauche, dass ich eigentlich merke, wie wenig ich eigentlich überhaupt brauche, um glücklich zu sein. Also auch da findet ein komplettes Umdenken statt, ein Shift findet statt. Wir haben so auch den Fokus gelegt auf Geld und Geld verdienen. Aber brauchst du denn Geld, um glücklich zu sein? Ja, es beruhigt sicherlich die Nerven und ich finde es auch schön, wenn du mit Geld was Gutes tun kannst. Aber ich habe gesehen, ich brauche so wenig und wahrscheinlich bräuchte ich noch viel weniger, als ich eigentlich habe. Brauche ich das Ganze im Außen denn? Es ist sehr spannend, was da gerade passiert. Also, ich habe keine Ahnung, wo es hinführt, aber ich halte dich auf dem Laufenden, was ich für Erkenntnisse gewinne. Und ja, jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag und wir sehen uns bald. Deine Petra. Tschüss.